Pokémon-Trainer als Beruf? Heute lassen wir diese Fiktion Wirklichkeit werden. Natürlich ergeben sich in dem Zusammenhang viele offene Fragen, die es zu klären gibt. Pokémon-Trainer zu sein, ist sicherlich nicht der einfachste Beruf, den man sich vorstellen könnte. Im Gegenteil, er ist sogar ziemlich stressig. Man ist wie ein Reisender auf der Suche nach anderen Trainern, die Pokémon haben. Denn das Ziel wie in jedem Beruf ist es natürlich, Geld zu verdienen. Auch jüngere Trainer machen sich dabei auf die Reise, um das Gleiche zu tun. Um Geld zu verdienen, muss man auf den Routen viele Trainer besiegen. Dass andere einem Items geben oder man welche findet, die man dann verkaufen könnte, ist eher die Ausnahme. Doch einen Supermarkt zu nutzen, um sich mit Tränken, Pokebällen oder sogar TMs einzudecken, das ist wiederum normal. Fakt ist aber auch, dass man wie im Abenteuer natürlich auch seine Pokémon trainieren muss, damit diese stärker werden. Denn sonst kann man nicht gewinnen, um das nötige Preisgeld zu bekommen, was man im Leben braucht. Immerhin ist das Pokémon Center kostenlos und so auch das Heilen seiner eigenen Pokémon, das Lagerungssystem oder aber auch, was sehr wichtig ist, natürlich eine vorübergehende Herberge. Langweilig wird es also als Pokémon-Trainer nicht wirklich. Im Gegensatz zu dem eigentlichen Protagonisten wird sicherlich nicht jeder Trainer, wie im Spiel propagiert, die Pokémon-Liga als Ziel haben. Klar kann auch ein Trainer so stark werden, dass er in der Lage wäre, in der Pokémon-Liga zu kämpfen, allerdings geben einige Trainerklassen wie der Schnösel sehr viel Preisgeld. Das macht es nicht gerade für den Trainerberuf attraktiv, in der Pokémon-Liga zu kämpfen, zumal das auch in den Spielen selbst keinen wirklichen Vorteil mehr für die eigene Abenteuerreise gibt. Viele werden sicherlich auch damit kämpfen, überhaupt über die Runden zu kommen, wenn die eigenen Pokémon nicht stark genug sind. Statt in der Liga zu kämpfen, können viele Trainer auch die Gelegenheit beim Reisen nutzen und sich in Arenen beweisen. Nicht nur, dass sie dadurch Erfahrung und Geld sammeln. Nein, wenn es wie in älteren Spielen ist, würden ihre Pokémon dadurch auch stärker werden. Denn in älteren Spielen gibt es den sogenannten Ordensboost, mit dem man bei den Statuswerten Punkte dazugerechnet bekommt, wenn man einen neuen Orden erhält. Auch mit vielen Personen zu sprechen, die selbst keine Trainer sind, ist sinnvoll, um sich Vorteile zu verschaffen oder neue Orte bereisen zu können. Es gibt auch Dinge, die ein Trainer nicht machen muss, im Gegensatz zu anderen klassischen Berufen. Ein Trainer kann morgens, mittags oder nachts beliebig lange unterwegs sein und hat daher keine festen Arbeitszeiten, wie das in einem anderen Beruf üblicherweise der Fall wäre. Es findet also auch keine Dokumentation über die Arbeitszeiten statt, wie das in anderen Berufen üblich wäre. Auch eine Ausbildung kennt der Beruf des Pokémon-Trainers nicht, da die Fähigkeiten direkt in der Praxis erlernt werden müssen, ohne eine Ausbildung zu absolvieren. Die Frage ist berechtigt, ob höher gestellte Trainer wie Arenaleiter ein festes Gehalt bekommen. Denn im Gegensatz zu einfachen Trainern können diese ja schlecht ständig ihre Arena verlassen. Also muss natürlich ein Arenaleiter, die Top 4 und auch der Champ ein festes Gehalt bekommen. Denkbar wäre es, dass das Preisgeld aus den verlorenen Kämpfen, welche Trainer dem Arenaleiter oder den anderen besonderen Klassen geben müssen, in einen gemeinsamen Topf geworfen werden und durch die Pokémon-Liga das Geld entsprechend umverteilt wird, damit jeder Arenaleiter bzw. besondere Trainer das gleiche verdient. Auch eine Provision ist denkbar, wenn zum Beispiel ein Arenaleiter mehr Trainer besiegt als ein anderer, damit Arenaleiter generell einen größeren Anreiz haben zu arbeiten. Letztlich hängt es, denke ich, stark davon ab, inwieweit man bereit ist, eine Reise anzutreten, dass der Beruf sich am Ende lohnen würde oder einem Spaß macht. Außerdem ist es als einfacher Trainer stark vom Erfolg abhängig, inwieweit man Geld verdienen kann. Sind seine eigenen Pokémon zu schwach, dann wird es immer schwierig sein, genug Geld am Ende zu haben. Durch das viele Reisen allerdings begegnet man hingegen auch immer wieder neuen Leuten und ist viel unterwegs. Vielen macht das Reisen ja generell Spaß, wieso es auch hier als etwas Positives zu werten ist. Als Arenaleiter, Top 4 Mitglied oder Champ sieht die Sache meiner Meinung nach anders aus. Hier ist es so, dass man recht einfach an Geld kommt, da der Erfolg nicht von den besiegten Trainern abhängt und man ein festes Gehalt bekommt. Allerdings ist hier die Gefahr, dass es einem schnell langweilig wird. Man darf nicht wirklich richtig weggehen und ist immer am gleichen Ort tätig. Auch werden es viele Trainer nicht schaffen, gegen die Arenaleiter bzw. die besonderen Trainer anzukommen, wieso sich eine gewisse Langeweile in den Alltag einschleichen könnte. Letztlich muss man aber wie bei jedem Beruf selbst abwägen, ob es für einen das Richtige ist.
Doch wenn man Träume hat, dann ist kein Ziel wirklich zu hoch gegriffen. Und so kann auch der Pokémon-Trainer der Traumberuf sein, nach dem man jahrelang strebt. Vielen Dank an Poketen für die Videoidee. Sein Kanal findet sich in der Beschreibung. Eure Meinung ist gefragt. Wie sehe eine Welt aus, in der man Pokémon-Trainer als Beruf ausüben könnte? Schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt drauf. Wie immer hier an der Stelle, wenn euch das Video bzw. das Format euch gefallen hat, dann liken, hypen natürlich nicht vergessen. Und falls ihr keine weiteren Videos rund um Pokémon verpassen wollt, könnt ihr mich hier an der Stelle gerne abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren, nicht vergessen, um wirklich gar nichts zu verpassen. Ich verabschiede mich und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.